Wie war schon die Sonne begrüßt? Du wolltest jetzt noch was kochen? Ich habe kein Tee oder sowas. Ich bin ja auch so draußen. Ich werde nachher irgendwo auf dem Unterwerk, werde ich schon irgendwo was essen gehen. Kaffee auf jeden Fall. Die wichtigsten Sachen haben wir zuerst. Also bei mir brauchst du keine Gedanken machen. Ich bin gut genährt von gestern noch. Was los? Du kannst ja fast denken, die warten nämlich auf was Besonderes, ja. Das hätte ich nicht gedacht, aber es ist natürlich auch noch Ferienzeit, oder? Ja? Stimmt, der Mieter hat es dann so eine Woche länger. Ja, ne? Hat mir eine Dame gestern erzählt.
Muss sein. Eigentlich müsste man das hier sehen. Da muss ich mehr Himmel zeigen, oder? Was ist los? Lass ihn mal. Das ist doch die Müdigkeit. Ja, top. Also ich habe keine Insta, aber mein Sohn. Ach, kann mal gucken. Ja, ne. Radikalchen. Das ist, die habe ich in Münster getroffen, die hat angefangen mit Tätowieren, aber nicht mit einer Maschine, sondern mit einer Nadel. Und vielleicht, also nicht wie ein Asiaten noch mit Klippe, sondern ein bisschen reinstechen. Und die hat mir das Fahrrad gezeigt. Ich sage, komm, wenn das Fahrrad schon zeichnest, dann kannst du dich auch verewigen. Ja, nicht schlecht. Aber die ist halt, ja, ist halt so eine Studentin. Ausschneiderin. Nee, eine Neuzeitstudentin, ja. Und so, Gender und Wissenschaften. Naja. Ich würde aber auch nicht mal sowas eingehen. So, jeder lebt ja nicht. Also, ich fand es sehr gut. Ja. Ist okay, aber. Nee, es ist. Nicht, nee, es ist. Pass auf, nicht besonders. Die Sache ist die, ich war im Fahrradladen, da habe ich noch woanders gewohnt. Und ich sag so, ich hätte gerne ein Mountainbike. Ein Fahrrad, ein Rennfahrrad, eine Mischung aus dem Mountainbike. Normalerweise hätten die dann gleich ablocken müssen, hätten sagen müssen, kannst du vergessen, entweder nimmst du das eine oder nimmst das andere. Gibt's nicht. Und dann haben die mir halt das verkauft. Und dann bin ich umgezogen vom Wattburgkreis nach Erfurt. Und dann war ich dann bei Radart und hab denen das Fahrrad gezeigt. Und dann sagen die, also die haben mir echt nur Schmutz verkauft. Absoluter Scheiß alles. Von der Schaltung über die Gabel vorne. Was ist das, ein Santor oder? Das ist schon eine Rockshox. Ein Santor, ja. Ja, kannst du gucken in der Kamera? Alles gut, läuft die. Ja. Also, und auf jeden Fall haben sie das gemeint, das ist auch schon wieder Dreck. Jetzt habe ich das seit 4 Jahren. Und okay, ich will auch sagen, ich bin ehrlich, ich habe es nicht pfleglich behandelt. Es stand halt auch relativ oft draußen. Und nicht oft gewaschen. Aber ja, ja, aber es ist mal so. Ich kann schon Fahrrad, ne? Mhm. Nichts Besonderes. Das kann ja auch ein bisschen mehr als die. Ja. Ja. Definitiv. Es sind nicht nur ein paar Gramm, es ist schon. Also, auf meiner Tour nach Sylt habe ich es mal gewogen mit Gepäck. War ich bei. Inklusive mir irgendwas bei 140 Kilo. Da habe ich auch noch ein bisschen mehr gewogen, da war ich irgendwas bei 90 oder 98 auf der Uhr. Da war ich irgendwas bei 40 Kilo, die ich mitgenommen habe. Das ist erstmal runtergeradelt. Mhm. Aber es war dann halt auch wirklich, da habe ich auch alles mitgenommen, was geht. Hat noch ein Laster. Aber auf der Tour bin ich beim Tag bei 4 Zigaretten und sonst 15, die ich rauche. Ja, junge Leute haben sich ja immer diese E oder. Oh, hör auf. Das wusstest ja du, dass das wusstest du, dass das Einwegzigaretten sind? Diese jetzt gibt es ja diese kleinen E-Zigaretten, das sind Einwegdinger. Die rauchst du einmal, dann schmeißt du die weg. Ja, aber es gibt auch noch diese anderen, wo du immer so ein. Genau, diese E-Shisha. Ja, ja, E-Shisha oder Vaporisa oder ja, aber die ist eigentlich. Die kannst du nachfinden und dann gibt es aber noch ja, diese. Aber schädlicher als die Dinge. Ja, habe ich auch gehört. Und dann gibt es aber noch diese Plastikröhrchen, die sind so lang, die sind so dick wie eine Zigarre und du brauchst die halt nur einmalig. Okay. Die kaufst du einfach neu.
Dabei frage ich mich, also in Deutschland sind sie immer ganz groß hinterher mit Umweltschutz und dem ganzen Scheiß. Und da, sowas müsste eigentlich sofort verboten werden. Muss sagen, nee, ist nicht wiederverwendbar. Weißt du, so ganz groß auf Handy-Akkus wollen sie wechseln und sie gesetzlich durchsetzen. Und einheitliche Ladestecker an Land. Und da. Dir auch so einen kleinen Dreibein mitnehmen. Ja, ja. Muss ich alles noch holen. Weil vorher habe ich dann halt wirklich nur für mich selber Fotos gemacht und Videos. Und jetzt haben wir versucht, ein bisschen populär zu bleiben. Ah, da kommt sie. Das war nicht deine letzte Frage. Nee, definitiv nicht. Was du einmal gemacht hast. Wie gesagt, wir waren als Jugendlichen in Südamerika seitdem. Klar, irgendwann kommen die Kinder und sehen, weil die Kleinen sind, dann kannst du nicht. Ja, Neugier, Abenteuerlust. Das verlierst du nicht. Das stirbt, nee, nicht. Das stirbt nicht aus. Ja, da kommt sie. Da kommt sie? Ja, langsam. Was ist das? Das ist schon schön, ne? Das hast du auch nicht oft. So einen schönen Sonnenaufgang kriegst du nicht oft zu sehen. Hast du den Montag nachts? Ja, ich auch einen. Ja, ich hier, der stand hier oben, ja, ich gesehen. Ja, noch einen. Der war jetzt am Montag, am Sonntag, Montag oder Dienstag, von dem Dreh habe ich irgendwas im Internet gelesen, dass der Mond mit dem Jupiter sehr nahe stand. Da war auch eine richtig gute Nacht. Aber leider bei, wo ich unterwegs war, war es leider bewölkt. Ja, als wir Vollmond hatten, vor ein paar Tagen, da war ziemlich groß. Ja, von einer Woche ungefähr. Oder anderthalb Wochen. Weil er sogar dran war. Aber überlegt, dass man von da unten irgendwo gekommen ist. Ich bin nur nachher nicht mal gucken, ob ich irgendwo schon das Hufhäuser-Denkmal sehe. Oder ein Inselsberg mit dem Blick. Das ist auf dem Brocken, wenn man richtig gut in Sicht hat. Ja, das könnte auch. Ja, hier ist wieder dunkel. Mal gucken, ob es wirklich erst nachmittags regnet oder ob wir vielleicht vormittags noch was kriegen. Nimm den Schlauch mit. Ja. Von einer Linsen. Vielleicht siehst du noch an den. Dann die Tage immer Sonnenuntergang, vor allem wenn es geregnet hat, hast du auch ein wunderschönes Sonnenuntergänge durch diese dunklen Wolken. Und dann noch die Sonne, hast du ein schönes Untergangsfeuer. Ja, das ist jetzt live miterlebt. Ja, Sonnenuntergänge, Untergänge eher. Bist du losgefahren vor 2 Wochen, sagst du? Donnerstag. Donnerstag, letzte Woche. Donnerstag nach der Arbeit direkt. 20, also 18 Uhr hatte ich Feierabend. Ich hatte schon das ganze Zeug fertig gepackt, bin nach Hause, habe den Westwald gepackt und dann 20 Uhr los. Und dann bin ich, also bis Sonntag, habe ich insgesamt nur 10 Stunden geschlafen, weil ich halt unbedingt das Ziel erreichen wollte. Aber ich war auch nach abends los. Ja, genau, es war nicht meine erste Tour. Ich bin schon mal von Erfurt zu Hohenwarte gefahren. Da war es dann auch 21 Uhr los und um 3 Uhr war ich da. Die Nacht war halt so viel Spaß. Du hast keine Menschen, du hast keine Autos, du kannst auf den Straßen fahren und du hast. Halt der Unterschied von Tag zu Nacht im Wald. Ja, du hast jetzt gesagt, du hast das Vögelzwitschern und abends ist es halt, es ist einfach ruhig. Okay. Wenn du irgendwo anhältst, du hörst halt ein bisschen das Knacken vom Holz, den Wind und vielleicht mal ein paar Rehe oder Wildschweine oder sowas siehst du. Oder eine Isomatte. Meine war laut. Ja, alles gut. Bin ich auch selbst geärgert. Zum ersten Mal mit dem Ding los. Ne? Noch die Kaffeezettel. Das sehe ich vor 2 Wochen jetzt so. Ja, aber so, genau. Nee, die behalte ich. Das ist so cool. Nur für so
sowas, was so im Hintergrund ist, das nichts. Aber dann hat man gleich wieder fürs nächste Mal, weiß man, ah, okay. Also ich gehe halt wirklich, ich bin kein Amazon-Mensch, ich habe ganz nicht. Also wenn ich mal Amazon was bestelle, dann ganz, ganz selten, muss ich wirklich eilig sein. Weil ich mag immer das persönliche Gespräch, dann kannst du die Leute ausfragen, die erklären dir alles, geben dir eine Beratung. Ein bisschen klein im Sonne. Verwöhnt von dem großen Mond. Da ist ja auch eine Bahn, nicht hochfährt. Das ist ja der Bahnhofsseite. Bei der Harzer Sparstufenbahn oder sowas ist das doch. Ist das irgendwie ganz cool? Ja, in, weil in Gondi ist es ja hier nicht. Das ist ja schon auf Schienen hier oben. Ja. Ich meine, von Wernigerode hatte ich gestern gelesen, irgendwie was bei 33 Kilometern. Also natürlich ein Stück. Ja, die ist auch immer gut besucht. Also wenn du mal im Internet irgendwie Videos siehst vom Brocken oder von der Bahn. Ist das geil, so die ersten Sonnensteine in ganz Thüringen oder fast in ganz Deutschland treffen dich. Dann hab ich so was Schönes oder an den Bäumen im Weg. Werbung. Sagen, ich bin ja hätte die gute Hose an und lang am zwischendurch im Wald, da gab es auch Stellen, das richtig gemerkt ist, noch ein bisschen warm. Im Wald
gab es aber auch Stellen, wo gar keine Sonne kam. Da hast du richtig, richtig die Kühle gemerkt, dass du den Umschub gemerkt hast. Ja, das war krass. Das war so ein Gefühl. Ich werde auch gleich frühstücken, dann 2,5 Stunden maximal bin ich zu Hause. Dann kann ich sogar schon Brötchen mitbringen. Geil. Und das gesehen haben, was die sich gedacht haben. Ich gedacht, die bauen da so. Ja, aber es ist so ganz verrückt, die allerersten Urzeitmenschen, wenn die dann hier oben standen, erstmal den Blick überhaupt zu haben und dann hier oben zu übernachten und den Sonnenaufgang zu sehen. Die müssen auch denken, die Leute, das ist nicht überall, oder? Entspannt sitzen. Also viel Zeit zum Sitzen nimmst du dir bestimmt auch nicht, deswegen, das brauchen wir zwischendurch. Ja, hast du doch. Ja. Aber wenn du so unterwegs bist, dann also ich willst du Kilometer machen. Nee. Also hinwärts nach Amsterdam, ja. Aber ansonsten, wenn ich auch eine Pause mache, ich nehme wirklich die Zeit und dann ich suche dann auch Stellen aus, die ein bisschen abseits sind. Dann kriege ich sicher auf die Ruhe und also die Kleinigkeiten, ne? Ich weiß nicht, Insekten siehst oder irgendwelche anderen Tiere oder Leute, die vorbeilaufen. Gesehen. Das habe ich auch auf dem Weg gesehen. Bin ich auch ausgeliehen. Also tut er ganz wahrscheinlich auch noch was Schönes hier.
Tag, ne? Danke für den Wege. Komm gut nach Hause. Ja. Bitte unfallfrei. Ohne Umknicken, ohne Unfälle bauen. So, oder erstmal. Und genieß deinen wunderbaren Wochenende jetzt. Das ist ja ein richtig guter Start, jetzt hast du was, was du mitnehmen kannst. Das denke ich aber auch. So, mach's gut. Mach's gut. Ciao. Komm gut nach Hause, gell?